Der Journalisten-Nachwuchspreis Sachsen-Anhalt für das Jahr 2022 wurde in Magdeburg vergeben. Der Deutsche Journalistenverband, Landesverband Sachsen-Anhalt und die Industrie- und Handelskammer Magdeburg ehrten die Preisträgerinnen und Preisträger am 1. Juni. Jeweils ein Beitrag aus Wirtschaft, Sozialem und Bildung in den Kategorien Text, Audio und Video sowie Multimedia wird mit dem Preis geehrt. Konstruktiver Journalismus in seiner besten Form. Journalismus, der sich einmischt, ohne zu indoktrinieren oder zu belehren. Journalismus, der gerade und genau hinschaut, hinterfragt, Haltung zeigt. Thematisch handeln die Beiträge erstmals ausschließlich in Sachsen-Anhalt. Jugendkriminalität, Jugendarmut und Sorgen von jungen Erwachsenen. Der Fokus in diesem Jahr liegt auf den neuen Generationen. Ich erkenne Halle nicht wieder. Der Text von Max Hunger thematisiert Jugendbanden in der Saalestadt, deren kriminelle Aktivitäten in den letzten Jahren zunahmen. Wir haben das von der Polizei gespiegelt bekommen in der Redaktion, aber auch Eltern haben sich an uns gewandt oder haben so in meinem persönlichen Umfeld auch sich geäußert und krasse Sachen erzählt. Und da haben wir gesagt, als Redaktion, vor allem als Redaktion, die in Halle sitzt und das so als ihre Heimatstadt hat, da müssen wir nachgehen, wir müssen gucken, was da los ist. Das ist inzwischen auch bei der Polizei und auch bei den Behörden ein Schwerpunkt geworden. Es gibt eine Sonderkommission in Halle, die sich tatsächlich vor allem mit Jugendkriminalität beschäftigt. Die hat den Titel Cornern. Die Staatsanwaltschaft versucht, Prozesse zu beschleunigen. Das Ordnungsamt ist 24 Stunden im Einsatz in manchen Vierteln. Also da hat sich viel getan, aber das hat auch ein bisschen gedauert. Angst und Sorgen spielen auch beim Podcast Generation Zukunftsangst eine Rolle. In einem Seminar haben sich Studierende der Studiengänge Journalismus, Digital Humanities und Data Science 5 Ängsten von jungen Erwachsenen angenommen. Genau, der Podcast ist in einem Seminar entstanden, das nennt sich Innovationsprojekt. Und eigentlich funktioniert es so, dass wir von unserem Medienpartner, MDR Wissen in dem Fall, schon ein Thema vorgegeben bekommen. Das war auch so, wir hatten das Thema eigentlich, was bedeutet eigentlich konservativ heutzutage? Dann haben die Studierenden allerdings mit der anvisierten Zielgruppe, also relativ jungen Menschen in den 20ern, Interviews geführt und da kam dann bei rum, dass das Thema konservativ eigentlich für die in ihrem Leben gar keine Rolle spielt, dass sie das gar nicht interessiert. Und stattdessen kam sehr, sehr oft in Interviews das Thema Ängste auf, also Ängste zum Beispiel, was Klimaschutz angeht oder Rechtsruck, also genau das, was in dem Podcast auch behandelt wurde. Und dementsprechend sind dann die Studierenden eher auf uns als Dozierende zugekommen und haben gesagt, ich glaube, das Thema, was ihr uns vorgeschlagen habt, funktioniert nicht. Wir würden lieber was zum Thema Zukunftsangst machen, weil das die Generation viel mehr betrifft. Na, für mich war es vor allem spannend, so einen Einblick zu kriegen, also wie solche Formate entstehen und grundsätzlich wie journalistisches Arbeiten funktioniert. Und ich habe das Gefühl, ich konsumiere jetzt auf jeden Fall anders und schätze es anders und fand ich einfach sehr spannend für das Verständnis grundsätzlich von Medien und der Rolle praktisch in der Gesellschaft. Ja. Michaela Reit hat mit ihrem Film Ohne Geld und Abgehängt, Jugend in Armut, einem zu wenig beachteten Thema Aufmerksamkeit verliehen, es einfühlsam und aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Dafür erhält sie den Nachwuchsjournalistinnenpreis in der Kategorie Audio-Video. Zusätzlich zu den Preisen der Jury verlieh die IHK in diesem Jahr erstmalig selbst den Ehrenpreis Wirtschaft im Blick. Rolf Dietmar Schmidt, Herausgeber und Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Aspekt, erhielt diesen für seine langjährige Arbeit in Sachsen-Anhalt.